Dein pH ist sauer auf dich. Er ist unter 7,35. In dem Fall, weil du die lästige Angewohnheit zu atmen eingestellt hast. Dein Kohlendioxid wird ansteigen über 45 und das nennen wir dann Hyperkapnie. Die CO2-Produktion in deinem Körper ist höher als deine Elimination. Du bist quasi VW und dadurch, dass du zu viel Kohlendioxid im Blut hast, wird dein pH fallen. Wenn du mehr zum Kohlendioxid-Partialdruck wissen willst, ich habe ein Video dazu gemacht, das verlinke ich dir unten in der Infobox. In deiner Blutgasanalyse siehst du einen erniedrigten pH, einen erhöhten CO2 und erstmal normale Werte von Bicarbonat und Basexes, die steigen später an. Die respiratorische Azidose ist eine Übersäuerung des Blutes, verursacht durch die Atmung. Kommen wir zu den Ursachen. Zentrales Nervensystem. Hier kann es sein, dass die gute alte Medulla oblongata, unser Atemzentrum, an ihrer Arbeit gehindert wird. Durch Schädel-Hirn-Traum, Hirntumoren oder zum Beispiel Narkotika. Du atmest zu wenig und dein CO2 wird ansteigen. Nerven. Bei der Polyneuropathie ist es so, dass die Nerven geschädigt werden. Die Muskulatur wird schlechter innerviert, also zur Arbeit angeregt und schlimmstenfalls kommt es zu einer Lähmung der Atemmuskulatur. Du atmest zu wenig und dein Kohlendioxid steigt an. Poliomyelitis. Sind wir fast alle gegen geimpft? Bei der kommt es, nicht bei allen, zu einer Lähmung der Atemmuskulatur. Phrenikusparese. Wenn unser Zwerchfell nicht richtig arbeiten kann, dann können wir auch nicht richtig atmen. Muskelerkrankungen wie zum Beispiel die Myasthenia gravis. Antikörper greifen die motorischen Endplatten an und das führt dann zu einer Atemlähmung bis hin zur Apnoe. Muskelrelaxantien. Bei Zucki macht es Zucki, ist klar. Wenn ich alle Muskeln lahmlege, geht auch mit dem Atmen nichts. Bei Frakturen im Bereich des Thorax oder bei Verformungen kann es ebenfalls dazu kommen, dass ich schlechter CO2 abatmen kann. Wenn unsere Atemwege blockiert sind durch Schleim, Fremdkörper oder was weiß ich, geht auch kein CO2 raus und wir werden sauer. Bei Lungenschäden wie der Pneumonie zum Beispiel haben wir weniger Gasaustauschfläche und weniger Kohlendioxid geht raus, was unseren pH fallen lässt. Es gibt die akute und die chronische respiratorische Azidose. Die akute haben wir klassischerweise bei der exazerbierten COPD oder bei einer respiratorischen Insuffizienz. Der CO2 steigt plötzlich an und wir haben noch keine Kompensation des pHs durch die Niere. Das bedeutet, dass der Basexcess und das Bicarbonat nur leicht erhöht sind oder noch normal. Bei der chronischen Form, wie zum Beispiel bei der COPD mit Lungenemphysem, kommt es über die Jahre hinweg zu einem langsamen Anstieg des Kohlendioxids im Blut. Die Niere hat also genug Zeit zu reagieren. Das macht sie, indem sie mehr Bicarbonat zurückhält und mehr Wasserstoffionen ausscheidet, um unseren pH im Normbereich zu halten. Ach ja, wenn der CO2 ansteigt, habe ich in dem Gasgemisch im Blut weniger Platz für den O2-Sauerstoff. Meine Patienten haben dann eine Hypoxie. Was sind die Folgen der respiratorischen Azidose? Es kommt zu einer zerebralen Vasodilatation und damit zu entsprechenden neurologischen Störungen. Im schlimmsten Fall steigt dein Hirndruck an, weil dein Hirn weniger Platz hat und du hast entsprechende Komplikationen. Zweitens, es kommt im großen Kreislauf zu einer Vasodilatation und dementsprechend zu einem Blutdruckabfall, der eventuell durch eine Tachykardie kompensiert wird. Im Lungenkreislauf haben wir eine Vasokonstriktion. Einerseits wegen der Azidose, andererseits wegen der Hypoxie. Dein Körper ist nämlich bemüht, Bereiche, die schlecht belüftet sind in der Lunge, auch schlechter zu durchbluten und die besser belüftet sind, dementsprechend besser. In den Bereichen mit der schlechten Belüftung wird er die Gefäße also eng machen. Und es kommt zu einer pulmonalen Hypertonie. Wenn dein rechtes Herz gegen einen erhöhten Druck pumpen muss, hast du auch eine erhöhte Rechtsherzbelastung. Klinik. Bei einem schnellen CO2-Anstieg kommt es zur Dyspnoe, Angst, Verwirrtheit, Tachykardie und ab einem CO2 von 60 ungefähr zu einer Bewusstseinseintrübung. Bei einem langsamen CO2-Anstieg sind die Symptome weniger ausgeprägt. Wir haben Gedächtnisstörungen, Schläfrigkeit, Verwirrtheit, Koordinationsstörungen, Tremor. Ich glaube, ich mache bei mir mal eine BGA. Hier haben wir eine Bewusstseinseintrübung erst ab Werten ungefähr von 80 bis 90, weil dein Körper sich über die Jahre an das erhöhte CO2 gewöhnt hat. Beinödeme könnten auch ein Hinweis auf einen erhöhten CO2 sein. Durch die Vasokonstriktion in der Lunge kommt es zum Corpus pulmonare und damit zu einer Rechtsherzinsuffizienz und die macht, wie wir wissen, Beinödeme.
Therapie. Als erstes natürlich die Ursache beseitigen. Es macht keinen Sinn, bei der respiratorischen Azidose Natriumbicarbonat zu geben, weil das das Problem nicht behebt. Man versucht erst medikamentös was zu machen, gibt dem Patienten zum Beispiel was Antiobstruktives, bei einer Hypoxie Sauerstoff und wenn gar nichts mehr geht, muss der Patient an die Beatmung. Wenn der Patient jetzt beatmet ist, sollten wir das CO2 nur langsam senken. Denn unsere Niere war ja dabei, den pH gegenzupuffern und macht eine metabolische Alkalose. Wenn das CO2 jetzt plötzlich wieder normal ist, hast du genau das. Zu viel Bicarbonat im Blut, zu wenig Wasserstoffionen, weil deine Niere die ganze Zeit gearbeitet hat. Damit kommt es zu einer Alkalose und dein Patient bekommt Probleme wie Blutdruckabfall, zerebrale Anfälle, Herzrhythmusstörungen und deine Sauerstoffbindungskurve verschiebt sich nach links. Das bedeutet, dass in dein Gewebe weniger Sauerstoff aufgenommen wird. Das war's zur respiratorischen Azidose. Wenn was unklar war oder ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Bis zum nächsten Mal. Macht euch einen ruhigen Dienst. Ciao.